Hallo, grüß euch. Grüß euch in Wien am Donaukanal. Da arbeite ich heuer. Das ist mein freies Atelier im Freien. Ich arbeite gerade am Gabriel. Das ist eine Basaltsäule aus der Steiermark, aus Mühldorf. Ja. Und ich bin gerade dabei, mit der Flex die Balken rauszuarbeiten. Aphrodite, das ist meine letzte Arbeit, das Mühldorfer Basaltsäule. Man sieht eigentlich noch die ganze Form vom Stein, also es hat sich genau angepasst am Stein und es ist nur diese leichten Ausnehmungen sind rausgenommen und der Rest ist eigentlich so wie der Stein war. Und habe daran circa 2 Monate gearbeitet und ist jetzt fast fertig. Es gehören noch ein paar Details wie die Schuhe gehören noch poliert, die Füße, so leichte Überarbeitung. Das ist auch hier entstanden am Donaukanal bei der Agora. Das ist ein Sommeratelier, wo man im Sommer frei arbeiten kann, jedermann. Ich nutze die Gelegenheit für mich, um halt hier wieder ein paar neue Arbeiten fertigzustellen. Das wird das nächste Projekt. Das soll ein Herz werden, ein menschliches Herz. Mit der Umrandung, also das ist schon die Idee, dass als Beet rundherum die Splitter ja, zu lassen, damit man auch so ein bisschen sieht, wie sich das aus dem Stein so rausschält. Ja, die Werkzeuge, die ich verwende, sind dann einerseits der Flex, die Vorarbeiten. Also das ist eine recht gute Technik. Man schneidet mit Diamantscheiben halt immer schön die Winkel rein. Ja, dann hat man ungefähr die Tiefen und Höhen, ja, die man auch ja, mit so kleinen Graviereisen, weil viel größer dürfen sie nicht sein, sonst kommt man eigentlich wenig in den Stein hinein. Ja, kann man die feinen Abstockungen machen und mit Spitzmeißeln ja, werden dann so Effekte wie hier zum Beispiel. Ja. Man kann es ganz gut erkennen, so wird das dann mit dem Spitzmeißel grob geschlagen, um auch so ein bisschen verschiedene Strukturen zu erzeugen. Der Stein ist schon poliert auf 4000, also bis auf die Schuhe und dem Gesicht. Ich poliere eigentlich nie den ganzen Stein auf dieselbe Feinheit, sondern nur Glanzlichter und so Effekte, ja, wie auf den Augen zum Beispiel, die werden noch poliert. Ja, die Nasenspitze wird poliert, die Wangen ein bisschen, ja, und so die Schlaglichter halt, die werden noch höher poliert. Die Haare haben sie so aus dem Fleckschnitt ergeben. Also das lasse ich so bestehen, damit man auch sieht, wie die Technik sich halt so in den Stein einfügt. Das kann man auch hier ganz gut erkennen bei der Figur, dass man sehr gut das Niveau erreichen kann mit dem Fleckschnitt. Der Winkelschleifer geht dann genau auf das Niveau, ja, und das wird dann halt mit feinem Werkzeug weiter bearbeitet. Also man sieht es hier ganz gut. Ja, das sind so Stellen, wo man mit dem groben Werkzeug nicht mehr reinkommt. Das wird dann so in dem Maße bearbeitet. Da kann man auch ganz gut sehen, wie hart der Stein ist. Also das ist so ziemlich alles, was man
da Material abtragen kann. Das sind eigentlich immer nur wenige Millimeter. Ja. Das habe ich heute noch vor mir, die ganze Halspartie und das Schwert freizusetzen. Denn ich brauche unbedingt das Niveau. Also man kann sich das jetzt so vorstellen, dass das genau dieser Ausschnitt ist. Ja? Das heißt, es handelt sich ungefähr um die Form. Wenn ich dieses Niveau habe, ja, dann kann ich beginnen, den Hals zu konstruieren. Der Punkt ist wichtig, weil man sonst das Problem bekommt, dass entweder dann der Hals zu weit vorne oder das Kinn zu weit hinten steht. Ja. Also das ist ein Referenzpunkt, den ich jetzt unbedingt mal brauche, ja, um den Kopf und das Gesicht auszuarbeiten. Das Gesicht ist deshalb noch überhaupt nicht begonnen, weil das ja Gabriel ist. Ja, das ist Gabriel und ich möchte da den Effekt von einer androgynen Person schaffen. Weiß aber noch nicht genau, ob man das am besten durch ein weibliches Gesicht erreicht oder eben durch ein Modell. Da habe ich die Idee, einen Jüngling zu suchen, der halt noch so ein bisschen feminine Züge hat. Was aber nicht so einfach ist. Also das ist noch nicht ganz klar, wie das Gesicht wird. Der Rest ist eigentlich sehr konzeptionell. Ja. Man sieht es auch hier, dass das eigentlich die Form vom Stein ist. Ja. Man erkennt es hier ganz gut, dass das alles noch der ursprüngliche Stein ist und nur ganz wenig ausgenommen worden ist. Also das ist eigentlich die ursprüngliche Form des Steins. Also ergibt sich die Figur zu gewissen Teil auch aus der Beschaffenheit des Steins, ne? Der Form des Steins. Ja. Das heißt, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sich einen Stein sucht und dann irgendwas rausschält, sondern man hat ein Konzept und sucht sich den Stein danach. Ja. Um sich halt viel Arbeit zu sparen, ja, und nicht aus einem Quader raus arbeiten zu müssen und zwei Drittel wegzuschlagen. Das sind eben Säulen, ja, und der Effekt von der Säule ist für mich wichtig, dass er erhalten bleibt. Ja. Die Fußpartie habe ich vorher ausgearbeitet ein bisschen. Man sieht ganz gut, dass er am Schluss, das wird hier alles noch ausgenommen, den Boden nicht mit den Füßen berührt. Um den Effekt von einem schwebenden Zustand zu erreichen. Ja. Dadurch ist auch dieser aufgeblasene Mantel mit dem Faltenwurf. Also als ob er herabsteigt und nicht den Boden berührt. Das ist ein Effekt, der sich so ergeben hat durch die Arbeit.
So, jetzt habt ihr gesehen, wie das circa abläuft, die Arbeit da. Und jetzt zeige ich euch noch das Ursprungsmaterial, also die Säule an sich, und stelle euch dann noch das nächste Projekt vor. So, ja. Das sind jetzt so die Basaltsäulen, wie man sie im Steinbruch bekommt. Das sind ca. 70, 75 Kilo. Man sieht da ganz gut den Wuchs. Das wird dieses Projekt. Das ist aus der Reihe Projektile, wird das eine Rakete beim Start. Und da habe ich vor, den Stein als solches zu belassen, oben nur das Projektil rauszuarbeiten. Und den Übergang vom normalen Stein zum Projektil wird nur mit ganz groben Werkspuren bearbeitet und der obere Teil dann poliert, aber auch in verschiedenen Abstufungen. Also die Projektilspitze von der Rakete wird hochpoliert und die unteren Teile, man sieht ja, dass der ursprünglich sehr grau ist, also man kann also alle Schattierungen von grau bis schwarz nur durch Schliff und Werkspuren erreichen. Also da wird der Versuch, wirklich auch die Werkspuren sichtbar zu lassen. Also diesen Übergang vom Stein zum bearbeiteten Material. Auch um die Dynamik zu erzeugen und sozusagen den Stein als Abgase von der Rakete zu benutzen. Auch hier kommen wiederum die ganzen abgearbeiteten Teile, die Splitter, werden rundherum auch wieder drapiert. Also dass man diesen Effekt von dem Abstoß vom Boden erzielt. Ja. Ja, das ist das Urmaterial der Basaltsäule. Und ich habe vorher erklärt, dass man sich den Stein eigentlich schon nach dem Projekt sucht. Und das ist ein Projekt zu einer Frauendarstellung. Und ich zeige euch jetzt einmal, dass man das schon vorhanden ist und wie wenig man dann eigentlich bearbeiten muss. Also das ist die Kopfform. Hier ist das Gesicht, die Haare, Hals, Schulter, Armpartie, und hier ist das ganze Kleid. So kann man sich das vorstellen. Man sieht, dass man im Grunde genommen, so sieht man, dass man im Grunde genommen also sehr wenig vom Material abtragen muss. Das sind also quasi nur diese Stellen, wo dann der Arm rauskommt und so. Das muss man halt ausnehmen. Ihr findet mich auch auf www.dieter.de.
Eifel, Punkt,